So, ich glaube, jetzt haben wir es, Freunde. Jetzt haben wir es und damit mit 3-minütiger Verspätung, aber jetzt letztendlich, was lange währt, wird endlich gut. Nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zur 15. Folge der Not So Late Night Darts Show bei Hülo, ein European Championship Special mit allen drei deutschsprachigen Startern bei der EDC in Salzburg. Ein ganz herzliches Hallo zunächst mal an all diejenigen, die uns zuschauen, ob es auf Zoom ist oder auf YouTube. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr uns auf Zoom zuschaut, dann kennt ihr das mittlerweile, dann ist das Ganze für euch eine interaktive Show. Das heißt, ihr dürft an ein, zwei oder vielleicht auch drei Stellen in der Show die eine oder andere Frage loswerden an unsere drei Stars. Das Ganze könnt ihr machen, wenn ihr eure virtuelle Hand hebt. Das ist möglich, wenn ihr auf Zoom unten in dieser Optionsleiste schaut. Da gibt es da irgendwo die Option Hand heben, vielleicht auch unter Reaktionen bei einigen. Da kann man die Hand dann hochheben und dann weiß ich, dass ihr eine Frage habt und dann werde ich euch an ausgewählten Stellen nachher dran nehmen und dann kommt ihr zu Wort. Und jetzt aber ein ganz herzliches Hallo an meine drei Stars der Show heute. Der Mann, der in Salzburg ein Heimspiel haben wird. Österreichs Nummer 1, Mensur Suljovic. Mensur, schön, dass du dabei bist heute Abend. Hallo, grüß dich. Hallo. Außerdem mit am Start die deutsche Nummer 1, der German Giant Gabriel Clemens. Grüß dich, Gaga. Ja, hallo zusammen. Und der Mann, der bei der EDC sein Debüt feiern wird, nicht nur sein EDC-Debüt, sondern auch sein Major-Debüt. Grüß dich, Florian Hempel. Ja, hallo. Mensur, wenn ich dir vor 2 Monaten gesagt hätte, dass du beim World Cup mit Roby ins Finale kommst und bei der EDC an 2 gesetzt sein wirst, was hättest du mir gesagt? Was soll ich da sagen? Ich hätte 100% nicht geglaubt, weil ich habe 4 Monate Pause gehabt und mir ging es nicht so gut. Ich habe ein paar Probleme gehabt, aber Gott sei Dank ist alles weg. Und jetzt kann ich mich auf das konzentrieren, hoffentlich. Ja, wir haben das mitbekommen. Natürlich haben beim World Cup auch ja, viele Journalisten danach gefragt, was mit dir los ist. Wir wollen gar nicht so viel darüber reden, was gewesen ist. Wir freuen uns darüber, dass du ja wieder bei Kräften und bei Gesundheit bist und Genau. wieder am Start bist. Aber dieses Ergebnis mit Roby Na, das in ist China beim wirklich World Cup of unglaublich. Darts könnte vielleicht eins der wichtigsten deiner Karriere werden. Ja, im Moment auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil das hat mir wirklich nach vorne gebracht und ich war ein bisschen verzweifelt auch nach 4 Monaten Pause, wie ich da reinkomme und diese, so wie wenn du von Anfang an beginnst, und das musst du alles wieder kennenlernen und es ist schon, ist nicht lang her, aber ist schon ein ganz anderes Gefühl, wenn du jeden Tag trainierst, jede Wochenende spielst und dann auf einmal 4, 5 Monate fast nichts, das ist schon ganz anderes. Und dann denkst du schon zum Aufhören oder kommen 1000 Gedanken, was ich machen jetzt soll, aber ich habe mir gedacht, ich bleibe dran, versuche ich noch einmal, schauen wir mal, vielleicht läuft es und wir haben nicht zu verlieren, habe ich zu Robby gesagt. Er muss aber nur erst ein bisschen helfen, dass sie reinkommen. Gegen Philippinen und der Robby wirklich sehr gut gespielt, muss man sagen. Der hat das ganze Turnier super gespielt, aber dort hat er mir wirklich geholfen und da war ich wieder nervös und alles. Aber dann bin ich nächsten Tag komplett ins Spiel reingekommen und dann war ich der Alte. Dann war der alte Menzo wieder da. Menzo, wir sprechen über den World Cup nachher noch ein bisschen ausführlicher. Gaga, für dich ja, wird es die Rückkehr zur EDC sein. Im letzten Jahr hast du es in der ersten Runde direkt mit Peter Wright, dem späteren Sieger, zu tun bekommen. Losglück sieht anders aus. Dieses Jahr ist es in Runde 1 Damon Hatter. Aber es wird auch eine richtig schwere, eine richtig harte Nuss, die du da zu knacken hast. Ja, definitiv. Gut, letztes Jahr war das Spiel gefühlt in 12 Minuten vorbei, weil Peter Wright hat auch wirklich gut gespielt. Und ja, heute, dieses Jahr hat Flo das Vergnügen. Und ja, ich habe Damon Hatter mit Sicherheit auch einer der aufstrebendsten im Moment und wird eine harte Nuss. Aber ja, ich werde versuchen, das Spiel auf meine Seite zu ziehen. Deutsche Arbeitsteilung quasi bei der European Championship. Letztes Jahr hat sich Gaga mit Peter Wright gemüht. Dieses Jahr, Flo, musst du das machen. Ihr beiden habt euch vor ja gar nicht allzu langer Zeit in Budapest bei der Hungarian Darts Trophy das erste und bisher einzige Mal gegenübergestanden. Und schon kommt es zum Wiedersehen. Auch du hast in den letzten ja, Wochen und Monaten nicht unbedingt Losglück gehabt, wenn man das so sagen kann. Peter Wright, Gerwin Price, da waren ein paar richtig große Namen dabei. Ja, das ist richtig, aber ich meine, es ist natürlich auch die Pro Tour, also
Losglück existierte halt einfach nicht mehr, weil die Jungs, die da eine Tourcard haben, die können halt alle Dart spielen. Und ja, ich freue mich natürlich auf das Duell mit Peter, natürlich auch auf das Wiedersehen und ja, vielleicht schaffen wir es ja in 11 Minuten diesmal. Ich meine, dein Auftritt in Ungarn gegen Peter, der war schon ganz ordentlich. Am Ende hieß es 6-3, aber das war kein, auf jeden Fall kein Klassenunterschied zwischen euch beiden dort. Ja, da hat man einfach gesehen, dass Peter hat ja auch nicht unbedingt sein allerbestes Spiel gezeigt und bei mir war es ja dann doch schon ein gutes Spiel und hätte ich am Ende vielleicht noch die eine oder andere Chance besser genutzt, dann hätte es vielleicht noch ein bisschen knapper ausgehen können. Ja, aber das sind die Dinge, die ich jetzt vielleicht besser machen kann oder die ich auf jeden Fall versuche besser zu machen und vielleicht kriege ich ja die Chance dazu und ja, hoffe sie diesmal zu nutzen. Menzo, für dich wird es in Runde 1 am Donnerstag gegen Adam Hunt gehen. Junger Mann, also die Erfahrung spricht auf jeden Fall für dich, aber Adam Hunt, der hat speziell in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder gezeigt, also mit dem ist durchaus auch zu rechnen. Ja, auf jeden Fall. Die ganze junge Spieler, die haben nichts zu verlieren und die sind wirklich im Moment sehr gut drauf. Das sehen wir immer bei der Quali und bei der Players Championship, die kommen immer weiter vorne. Das ist aber gut so. Wir müssen auch hart trainieren und die trainieren auch und das kommt immer auf Tagesverfassung. Ist egal, ob du mehr Erfahrung hast oder mehr trainiert hast, da muss wirklich auf diesen Tag muss alles passen und du musst dich wirklich voll konzentrieren und dann, wenn passt, wenn du siehst, bei den ersten 3 Darts siehst, ob das läuft heute oder nicht. Und ich hoffe, am Donnerstag soll gut laufen. Ich habe richtige Vorbereitung gehabt. Leider erste Runde ausgeschieden. Letzte Woche genug Zeit zum Trainieren gehabt. Aber schauen wir mal, jeden Tag ist anderes. Ich bin wirklich gut drauf. Ich fühle mich wohl, wie noch nie, glaube ich. Aber jeden Tag ist anderes. Wenn du schlecht schlafst, dann ist der ganze Tag komplett anderes. Dann musst du komplett umstellen und dein Training und alles weniger trainieren, dass du ja fit bist auf Nacht. Und das ist alles, spielt eine Rolle. Aber das ist der Satz jetzt gerade, der hat mich, oder der ist mir jetzt aufgefallen, dass du gesagt hast, du fühlst dich so gut wie vielleicht noch nie. Das ist doch verrückt eigentlich, wenn ich überlege, als ich dich getroffen habe in Jena vor der ersten Runde beim World Cup of Darts, wo du gesagt hast, ich bin nicht der alte Menzo. Und du hast auch in Interviews mit der Presse gesagt, dass ich bin nicht der alte Menzo, das ist alles schwierig. Es ist doch Wahnsinn, auch wie schnell sich sowas wieder drehen kann. Mit 2, 3 guten Ergebnissen, wenn man Selbstvertrauen tankt und plötzlich merkt man dir auch wieder eine ganz andere Lockerheit und eine ganz andere Freude am Spiel an. Genau so, du brauchst bei Erfolge, sonst verzweifelst du an dem Spiel daran. Wenn nichts kommt, du trainierst hart und dann auf einmal läuft nicht, wie du das möchtest oder wie es sein sollte, dann man tut verzweifeln und dann nicht dran glauben und denkt auf ganz was anderes und was soll ich umstellen, soll ich andere Dart probieren, soll ich was anderes. Ich bin einer, was wirklich viel zusammenbastelt und probiert neue Dart, andere Flights, ich wechsle permanent, aber wenn du gut drauf bist, ist egal, mit was du spielst. Das ist wirklich dann nur im Kopf. Du musst dran glauben, irgendwann einmal macht sie den Ding auf und dann kommt das Spiel auch. Man kann nicht jede Woche Top-Leistung zeigen. Wir nicht. Wir sind die im Moment die Top 16, die zeigen wirklich, aber wir sehen auch, die verlieren auch hin und wieder erste Runde. Das ist ganz normal. Die sind auch Menschen. Menzo, ich möchte nicht, dass du dich alt fühlst, aber das ist jetzt das 13. Mal, dass du bei der EDC an den Start gehen wirst. Also ein großer, großer Erfahrungsschatz. Es wird deine erste Heim-EM sein, das erste Mal, dass du vor heimischem Publikum die EDC spielst. Und wie viel dir das bedeutet, ich glaube, das hat man auch in dem Moment gesehen in Gibraltar, als wir beide uns auf der Bühne unterhalten haben und ich dir quasi auf der Bühne mitgeteilt habe, dass du dich qualifiziert hast für die EDC. Wir schauen uns das gerade nochmal an. Menzo, this win also means that you've qualified for the European Championship, that you are going to play in front of your home fans in Salzburg. So that must mean a lot as that must mean a lot as well. I don't know, really. I think second round, okay, God help me. Come on! Ladies and gentlemen, the gentle Menzo Suljovic. Menzo, das war eine Menge Druck, der da von dir abgefallen ist. Das waren viele positive Emotionen, die da rauskamen. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte wirklich, ich muss 2 Runden schaffen. Und ihr wusst, 2. Runde ist, ich glaube, Sosa gewesen. Das wird sehr hart, denke ich.
Kim Heibrecht auch war wirklich sehr hart, ist ein Freund von mir und ich dachte, muss ich zwei Runden gewinnen, das wird sehr schwer. Aber ich habe wirklich nicht aufgegeben, wo du mir erzählt hast, dass ich geschafft habe, das war wow. Nicht nur das, dann alle anderen Turniere und das ist eine wirklich große Erleichterung, was für weiterspielen und man denke immer nur auf nächste Turnier, nächste, aber wenn du nicht qualifiziert bist und so, das ist schon hart, in die Top 32 zu bleiben. Gaga, die Freude von Mensur war natürlich auch doppelt angebracht, wenn man sich mal anguckt, wie unfassbar knapp und spannend das in diesem Jahr war, dieses Rennen um die EDC, dadurch, dass es nur zwei European Tour Events gegeben hat. Es hat sich ja quasi nach jedem Spiel hat sich was verändert, wieder in Gibraltar und dann war wieder einer raus und wieder war ein anderer drin. Das war schon dieses Jahr ganz besonders. Ja, klar. Normalerweise sind es 13 Turniere. Dieses Mal waren es nur zwei. Manche hatten gar nicht die Möglichkeit, hatten sich gar nicht qualifiziert für eins der beiden. Ich hatte eigentlich nach den ersten Qualis, ich habe mich qualifiziert für European Tour 2 und 3, hatte ich eigentlich gedacht, ja, 2 aus 3 ist gut. Ja, war dann doch nur 1 von 2 und ja, dann war es ziemlich eng und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, dass ich es irgendwie dahin geschafft habe. In Gibraltar für dich auch dieser große Moment, wo du im, ich weiß gar nicht, der wievielte Anlauf es letztendlich gewesen ist, aber endlich diesen finalen Sonntag erreicht hast. Dazu hat es davor nie gelangt, aber das war schon auch nochmal ein wichtiger Schritt. Das ist wirklich auch ein Marathon, so ein European Tour Event. Ja, auf alle Fälle. Und Anläufe waren es wirklich genug und ich hoffe, dass es jetzt öfter vorkommt. Jetzt bin mir sicher, es drücken einige die Daumen für dich. Flo, für dich dein Debütjahr als Tourcard-Holder und hast eigentlich direkt mal einige Ausrufezeichen setzen können, dich bei diesen Tourcard-Holder-Qualifiern als, glaube ich, einer von nur vier Spielern, der es durch alle drei durchgeschafft hat. Dann direkt bei der EDC dabei, jetzt gibt es dein Major-Debüt. Das sind ein paar tolle Momente, die du dir selbst geschaffen hast. Ja, also ich profitiere natürlich total aufgrund der Regelung, wie diese Qualifikation zustande gekommen ist. Auch, dass es dieses Jahr nur zwei Turniere waren und auch natürlich von diesem guten Qualifying Day, den ich da hatte, wo ich diese drei Qualifikationen mitgenommen habe. Also davon profitiere ich natürlich. Man muss aber auch sagen, es haben natürlich auch alle anderen Spieler die Chance gehabt, sich zu qualifizieren. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, aber ich freue mich natürlich riesig, dass ich dabei sein darf. Es ist halt jetzt in meinem ersten Jahr direkt mein erstes Major. Wie das jetzt zustande gekommen ist, ist mir persönlich erstmal jetzt egal. Ich bin einfach nur glücklich, dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich, dass es morgen dann losgeht nach Salzburg. Anderes Gefühl jetzt zu diesem Turnier zu reisen, als es jetzt zum Beispiel bei den European Tour Events gewesen ist, weil man weiß, okay, das ist wirklich eins der ganz Großen, das wird überall im Fernsehen gezeigt. Oder ist es für dich im Grunde das Gleiche? Ja, also das spielt für mich jetzt nicht unbedingt so die große Rolle. Natürlich ist es ein Major-Turnier, das heißt, man macht natürlich einiges für die Order of Merit gut. Man hat natürlich die Chance, da noch wirklich gut Geld für die Rangliste mitzunehmen. Und ich glaube, das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, das spielt irgendwie primär eine Rolle. Aber wenn ich da oben auf der Bühne stehe, dann ist mir das erstmal egal, ob das ein PDC-TV-Event ist oder ein Major-Event, was live im TV ausgestrahlt wird. Wenn ich so hier in den Zuschauerbereich gucke, dann sehe ich, dass zumindest zwei Personen bisher den Mut hatten und die virtuelle Hand nach oben genommen haben. Das wollen wir durchaus auch belohnen und holen uns jetzt mal die Kati dazu. Kati, die hier sehr, sehr regelmäßig dabei ist und immer wieder ein paar knifflige Fragen für die Stars der Runde hat. Und ich bin gespannt, an wen ihre Frage heute geht. Gleich werden wir sie dann auch hören, wenn alles gut läuft. Jawohl, das sollte jetzt der Fall sein. Grüß dich, Kathi. Ein schönes Hallo in die Runde. Grüß dich. Grüße nach Berlin, richtig? Ja. Richtig. Sehr gut. Heute mal auf Deutsch. Ja, ganz ungewohnt. Philipp weiß, ich bin ein Stammzuschauer und ich habe eigentlich immer gerne Fragen an beide Spieler, diesmal sind es ja drei, also habe ich mir gedacht, ich stelle zwei Fragen an alle drei. Das volle Programm. Männer, genau. Stellt euch auf was ein. Ja, das sind nicht solche weichen Fragen, wie ich die stelle. Kathi schlägt zu. Das ist, passt auf. Nein, ich weiß nicht, ob stimmt, Florian, gelesen, dass du gestern beim Checkout der Darts
Podcast war. Ja, das ist richtig. Und hat es da als Ziel für Donnerstag gegen für das Spiel gegen Peter White halt geäußert, sein Ziel ist es, bestmöglich vorbereitet und total fokussiert auf die Bühne zu gehen und einen guten Start zu erwischen. So, ich denke mal, das auch euch alle drei zu. Mich würde mal interessieren, für mich seid ihr drei halt alles unterschiedliche super Spieler, wie ihr euch vorbereitet habt. Mental, aber auch von der Zeit, die ihr so tagsüber am Board steht. Interessante Frage. Will Flo direkt den Anfang machen? Ja, klar, warum nicht? Ja, also mein Training hat sich jetzt nicht irgendwie großartig verändert. Ich habe in den letzten Wochen noch ein paar Trainingsstunden am Abend dazu genommen, weil die European Tour ja auch immer Abendspiele beinhaltet. Nur wusste ich ja auch, dass mein Spiel abends 22.30 Uhr ist. Also sprich, habe ich versucht, meinen Tagesablauf dahingehend zu ändern, dass ich halt auch am Abend gute Darts noch spiele und nicht irgendwie versuche, 22.30 Uhr, wie vielleicht 99% der Menschen, die nicht in Schichtarbeit sind, auf der Couch zu sitzen oder vielleicht schon im Bett zu liegen. Also von daher habe ich versucht, meinen Biorhythmus ein bisschen anzupassen, um einfach auch dahingehend den Tagesablauf drin zu haben. Menzo, wie war das bei dir? Wir wissen, du bist der Trainingsweltmeister. Was hast du Besonderes gemacht im Vorfeld auf die EDC? Ich habe auch wirklich nur ab 19 Uhr trainiert, die ganze Zeit, und habe immer bis eine halbe Stunde, Stunde dazu gelegt. Wenn ich habe gesehen, die letzte Woche war nicht so, war ich wieder mal nervös. Aber muss ehrlich sagen, war ich ein bisschen krank auch, hätte ich Schnupfen und aber das ist keine Ausrede. Ich trainiere sonst so immer regelmäßig, aber da war ich nicht so richtig konzentriert in meinem Trainingsplan. Aber im Großen und Ganzen habe ich nicht viel verändert, habe ich nur ein bisschen mehr trainiert und das war es eigentlich. Und mental habe ich eigentlich, mein Mentaltrainer Standard, wir telefonieren miteinander, ich schreibe mir ein paar Gedichten und soll lesen auf Nacht und aber im Großen und Ganzen wirklich nicht große Änderungen. Wie sah das im Saarland aus bei dir, Gaga? Ja, vom Training her eigentlich alles wie immer. Also ich trainiere eh relativ viel und da ändere ich eigentlich nichts dran. Ja, im Mentalen habe ich auch ganz normal mit meinem Mentaltrainer ein paar neue Dinge ausprobiert und ich hoffe, dass das alles so fruchtet. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Kati, ich würde sagen, du hattest noch eine zweite Frage, aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal noch einen anderen. Wenn nachher noch sich die Möglichkeit ergibt, dann kannst du gerne die zweite Frage dann auch noch stellen, okay? Daumen, allen rein. Kati, vielen Dank für die Frage. Viel Spaß noch beim Rest der Show. Und dann schauen wir doch mal. Jetzt ist nämlich gerade eben noch eine andere Hand hochgegangen. Da geben wir jetzt direkt mal die Chance dem Gianluca. Dann machen wir direkt mal zwei Zuschauerfragen an der Stelle. Warum denn auch nicht? So. So, Gianluca muss ich jetzt noch entmuten, dass wir ihn hören können. Jawohl, das sollte jetzt der Fall sein. Grüß dich, Gianluca. Hallo. Von wo aus schaust du uns zu heute Abend? Aus Bremerhaven. Aus Bremerhaven. Ein Stück weit weg von Salzburg, aber das... Das soll nicht weiter stören. Trotzdem, hau die Frage gern raus. An wen geht sie erstmal? Grüß dich. Ja, ich habe eine Frage. Also die geht soweit, die könnte jeder Spieler beantworten. Ich habe mir für euch eine Fun-Frage überlegt. Und zwar würde ich gern einfach mal wissen, welcher Spieler, also jeder Spieler hat ja auf der Tour so seinen eigenen Wurfstil. Und wenn ihr euch entscheiden müsstet, welchen Wurf ihr nehmen würdet von irgendeinem Spieler auf der Tour, welchen würdet ihr dann nehmen und warum was findet ihr an dem Stil so gut? Ich wüsste, wen ich nicht nehme. Okay. Danke, ja? Das weiß ich schon. Wir sehen uns Gaga morgen. Okay, Gaga, dann legst du aber auch los mit dem, den du nehmen würdest. Ach, ich glaube Barney oder so, also Barney oder Gary Anderson, ein sehr natürlicher Wurfstil. Ich glaube, das ist immer von Vorteil, wenn man so einen Wurfstil hat. Aber ja,
gibt ja auch genug Beispiele, dass man mit anderen Wurfstilen auch sehr erfolgreich sein kann. Achso, hörst du dich gut rehabilitiert jetzt, Gaga? Flo? Ja, Menzo ist Major Champion, also da kann man... Wir reden morgen. Flo, wie ist es bei dir? Für welchen Wurfstil würdest du dich entscheiden? Na, ich glaube, was mir so direkt einfällt, ich würde gerne das Handgelenk so abklippen können, wie es Marke van Gerben macht. Also das ist so eine Sache, die ich extrem beeindruckend finde. Und das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, hey, das wäre cool. Sätze, wie sie nur beim Darts fallen. Ich würde gerne das Handgelenk so abklappen können, Michael van Gerben. Sehr gut, ja, sehr schön. Ja. Menzo, wenn du deinen einzigartigen Wurfstil eintauschen müsstest, welchen Spieler würdest du dir aussuchen? Ich muss ehrlich sagen, Michael Smith. Der spielt ganz locker und ich habe ihn beobachtet beim Training, der wirft original gleich beim Training und oben auch. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Gianluca, und mir hat deine Frage sehr, sehr gut gefallen. Das war schön. Da sind die drei ein bisschen ins Überlegen gekommen. Auch Gianluca, vielen Dank, dass du dabei bist und vielen Dank für deine Frage. Viel Spaß noch. Danke. Tschüss. Mach's gut. Danke, ciao. Ciao. Ich würde trotzdem Steve bieten. Nee. Und den Oberlippenbart würde ich direkt noch dazu nehmen. Ja. Menzo, wir haben bei dir die letzten Monate angesprochen, wie sie verlaufen sind, aber viel wichtiger ist ja eigentlich, und das hat Gaga auch gerade eben schon angesprochen, Major Champion. Wir haben in dieser Sendung eine Rubrik und die heißt, oder die ist der Hülo Bullseye Moment, und da haben wir uns in deinem Fall natürlich das Finale der Champions League of Darts damals rausgesucht, wo du der erste deutschsprachige Major Champion überhaupt geworden bist. Ich glaube, für dich auch ein ganz, ganz besonderer Moment. Und wir schauen in diese entscheidenden Szenen von damals, schauen wir nochmal rein und dann sprechen wir nochmal gemeinsam drüber. Der Hülo Bullseye Moment mit Menzo Suljovic. So Gary Anderson breeds again. 9 times he's had match start against him this week. Double five. Oh, he's missed it. He's missed it. No. He can't believe it. Mensah can't believe it. 28. He's looking for some inspiration from somewhere. Oh, he takes a moment to compose himself, and why not? This is the moment of Mensah Suljovic's darting life. If you ask Mensah Suljovic, if he was on 3 darts at a double to win a major title, what would he be, Bassos? It would be double 14. He loves double 14. And that's what he needs. Stares at the red bit. He's done it! Hits it! Mensah has done it! Mensah Suljovic is the champion! Champion of 2017, Mensah shows his darting intelligence. Menzo, wie oft denkst du an diesen großartigen Moment von damals noch zurück? Fast jeden Tag. Ich sehe meinen Pokal immer vorbeigehen im Wohnzimmer. Ah, das war ein wirklich schönes Jahr 2017. War wirklich, wirklich eine von den besten Jahren, was ich gehabt habe. Und ich hoffe, die Momente kommen wieder. Ich gebe nicht auf. Ein paar Jahre noch und dann schauen wir mal. Aber das ist, kann ich mir vorstellen, also für den Kopf und für die mentale Seite doch auch wichtig, dass man weiß, ich kann das. Ich habe das schon mal gemacht und ich habe so ein großes Turnier schon mal gewonnen und das Spiel steckt in mir. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste, dass wir mal gemacht haben. Gewisse Turniere oder Major-Turniere, die bleiben Leben lang in Gedanken. Und das ist immer gut, man denkt immer wieder zurück, wenn du Schwierigkeiten hast, denkst du, Mann, ich habe doch einen großen Titel gemacht und bei großen Turnieren immer vorne dabei gewesen. Und dann denkst du, na, ich hätte auch nicht auf, ich mache weiter und ich bemühe mich. Und dann kommt auch diese Emotion und die Wille, dass du weiter trainierst und dann jetzt immer besser und besser. Jetzt habe ich für einen kurzen Moment gedacht, dass Florian Hempel
direkt aufgesprungen ist und ans Practice Board gelaufen ist, um auf, in Richtung seines ersten Major-Titels zu trainieren. Jungs, was ich eigentlich gar nicht so vorgesehen hatte in dem Interview, weil ihr gerade sowohl Menzo als auch Gaga, ihr habt beide darüber gesprochen, über euren Mentalcoach. Das ist natürlich auch eine wahnsinnig interessante Seite an diesem Sport, die mentale. Gaga, lass uns vielleicht an einem praktischen Beispiel irgendwie teilhaben. Was genau macht man als Dartspieler mit seinem Mentalcoach? Coach, und was ist vielleicht so ein Kniff, den du dann versuchst, in dein Spiel irgendwie einzubauen? Ja, man spricht halt viel miteinander, man kann über Atmung einiges machen. Wir arbeiten jetzt mit einem ganz neuen System noch zusammen, aber da möchte ich jetzt auch gar nichts drüber sagen. Und ist halt auch immer so ein bisschen so Geheimniskrämerei, diese mentale Sache. Das merkt man gar nicht, dass das Geheimnis ist. Der Gaga will nicht verraten, ich bin sein Mentalcoach, aber okay. Jeden Tag mit mir telefonieren, das wäre mein Traum. Ja, Menzo, du hast angesprochen gerade eben, dass du dann auch was schreibst, habe ich das richtig verstanden, dass du Gedichte schreibst? Genau, ja. Ich bekomme wirklich regelmäßig Gedichte und über meine Schwierigkeiten, über ganz was anderes, dass ich komplett weg bin von Dart und immer wenn ich Schwierigkeiten habe, dann die musst du ihm erzählen und der überlegt sich was und schreibt mir immer irgendwas wirklich Gutes. Ich habe auch schreiben müssen in mein eigenes Buch, geführt, die Gedichten und das, was mir gefallen hat, die schreibe ich rein. Das, was mir nicht gefällt, schreibe ich auch, aber auf der anderen Seite, dass die Guten dabei sind und die Schlechten auf der anderen. Aber die sind alle eigentlich gut, aber du suchst da immer die Besten, dass du ja mit den Gedanken komplett weg bist. Von Dart. Brauchst du ein paar Tage, dass du überhaupt nicht denkst auf Dart. Du kannst nicht 24 Stunden auf Dart. Das geht nicht. Aber ich habe meine Familie, meine Tochter bringt mir auch weg. Das ist mein bester Mentalcoach. Flo, bevor ich dich noch zu dieser mentalen Seite frage, wollen wir unsere Zuschauer auch wieder so ein bisschen mit ins Boot nehmen? Denn wir haben, oder ich habe eine kleine Umfrage vorbereitet. Und zwar möchte ich von den Zuschauern wissen, was Sie glauben, wer von meinen drei Gästen wird es denn bei der EDC am weitesten schaffen? Schafft es Menzo Suljovic am weitesten, Gabriel Clemens oder Florian Hempel? Ich bin gespannt, was unsere Zuschauer sagen. Die bekommen jetzt ein bisschen Zeit zum Abstimmen. Und Flo, wie ist das bei dir, dieser mentale Aspekt, dieses Mentaltraining? Ist das was du auch machst oder spielt das bei dir nicht so eine große Rolle? Das spielt aktuell, also ich habe mal mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet. Der hat mir einige Tipps und Tricks verraten, die ich auch in mein Spiel, in mein Training eingebaut habe. Aktuell arbeite ich mit niemandem intensiv zusammen. Also mir schreibt jetzt niemand irgendwie Gedichte oder irgendwer hat so tolle Kniffe auf. Also es sind natürlich Sachen, auch die man jetzt natürlich hört und die sicherlich auch richtig, richtig coole Sachen sind. Aber da habe ich einfach niemanden, der mit mir zusammenarbeitet und vielleicht ist das auch der Grund, warum die beiden da weiter oben in der Weltrangliste stehen. Ja, wir hatten bei uns früher beim Dart-Training auch mal einen Mentalcoach und nachdem der mit mir gearbeitet hat, brauchte der dann einen Mentalcoach. Und und jetzt haben tatsächlich schon in Rekordzeit, so schnell geht das noch nie, dass alle abgestimmt haben. Und wir schauen uns mal die Resultate an. Was sagen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Die sagen, Menzo Suljovic, 48% sind der Meinung, The Gentle schafft es bei seinem Heimspiel am weitesten. 38% sagen Gabriel Clemens und immerhin 13% und ohne Mentalcoach Florian Hempel. Wir sind dann gespannt, wenn es soweit ist in Salzburg, ob das tatsächlich stimmt. Aber ich bin mir sicher, so wie ich Flo kenne, wird er dann noch ein Wörtchen mitreden wollen. Wo wir gerade über diesen Mentalaspekt sprechen, ich hatte das in der letzten Woche schon mal angesprochen, das ist irgendwie so ein Thema, das mich gerade nicht loslässt, weil ich einfach diese Rekordzeit, in der das passiert ist, mit dem Spieler, über den wir sprechen wollen, Glenn Durrant, den haben wir beim World Grand Prix wieder erlebt, große, große Schwierigkeiten zurzeit, das ist Menzo, Wahnsinn, der hat im letzten Jahr die Premier League gewonnen. Und mittlerweile schaut man dem zu, man hat das Gefühl, man weiß gar nicht, kommt der überhaupt nochmal auf den grünen Zweig, kommt der nochmal wieder zurück? Das tut schon weh, wenn man Glenn so spielen sieht. Auf jeden Fall, er ist ein Freund von mir und mir tut es echt leid um ihn. Ich glaube, die Corona hat ihn komplett zerstört. Wenn er ist unsicher, man sieht es,
dass er komplett unsicher ist an Bord. Und ob er zurückkommt, das wird sehr, sehr schwierig. Das ist ja, er ist ja auch ein Trainierer, weil er viel trainiert. Und jetzt auf einmal hat er lange Zeit nicht trainiert, keine Turniere gespielt. Und jetzt fällt er immer mehr oben. Und das ist schon sehr, sehr hart. Er braucht unbedingt einen sehr, sehr guten Mentalcoach. Der muss mit ihm wirklich viel arbeiten. Und viele glauben an das nicht. Und leider, das ist falsch. Man braucht einen. Du musst ihm deine Probleme erzählen. Und er hat im Moment Probleme. Welche Probleme, weiß ich nicht. Ich bin nicht bei ihm, aber wenn man über ein Problem redet, dann ist er viel leichter. Man fühlt sich ganz anders, so wie wenn ein halbes Problem weg ist. Und der hat genug Probleme. Er braucht ein sehr, wenn nicht zwei, einer, das ihm komplett mit ihm arbeitet, komplett weg von Dart, und einer mit Dart. Und das, wenn er trainiert, sicher wie früher, ganz normal. Aber diese Qualität, was er gehabt hat, das wieder zurückzuholen, das ist sehr schwierig. Ohne Hilfe vom Mentalcoach glaube ich nicht, dass er schafft. Bin ich ehrlich. Ich wünsche ihm wirklich alles, alles bestens. Aber ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig wird. Und er soll sich am besten mit einer oder zwei Mentalcoach unterhalten. Flo, ich weiß von dir, du bist jemand, der sich auch sehr damit auseinandersetzt mit dem Wurfstil und was man an seinem Wurf besser machen kann und noch ja, hier noch so ein bisschen feilen. Du hast es ja auch kommentiert auf The Zone zusammen mit Elmar Paulke. Auch der Wurf sieht mittlerweile komplett anders aus bei Glenn Durran. Da ist diese Ausholbewegung ist kürzer geworden. Man weiß nicht, hat er das auch bewusst geändert, weil er was verändern wollte. Aber es ist jetzt schon sehr, sehr augenscheinlich, wie sich das jetzt dann auch im physischen Ablauf widerspiegelt, dass es mental nicht läuft bei ihm. Huch. Du antwortest ja. Und ich gucke, ob ich das Licht wieder anmache. Das ist eine gute Aufgabenteilung. Nein, also das haben wir ja bei der Zone wirklich übereinander gelegt. Da hat man wirklich gesehen, dass er den Wurf auch wirklich, der Arm absackt, den Arm nicht mehr bis hinten durchzieht, sondern versucht, aus der halben Bewegung zu werfen. Da fehlt natürlich eine Menge Schwung, aber ich glaube, das ist auch wirklich alles zu 99% auf das ganze Selbstbewusstsein und mentale Ding zurückzuführen, so wie Mensur gerade gesagt hat. Weil wenn du merkst, es läuft nicht, dann versuchst du dann irgendwie allen Stellschrauben irgendwo zu drehen und du hast eigentlich vielleicht nur ein oder zwei Baustellen, machst dir aber in dem Moment eigentlich 10 weitere Baustellen auf, wenn du vielleicht an der falschen Baustelle arbeitest. Und dann änderst du woanders was, wo du eigentlich hättest vielleicht gar nichts was ändern müssen, aber das eigentliche Problem ist immer noch da. Und wie gesagt, dann tun sich 4, 5 andere Probleme auf und das ist dann einfach wirklich ein Teufelskreis, weil du einfach immer weiter in den Strudel gerätst und das spiegelt sich halt in seinem Wurfstil wieder. Gaga, ich meine, dass ein Spieler eine schlechte Phase hat und nicht so zu seinem Spiel findet, das hat man häufiger, das sieht man auch häufiger. Aber in dieser Deutlichkeit, wie das jetzt bei Glenn Durran der Fall ist, das ist schon krass. Was ist dein Tipp? Schafft Dazza das nochmal, sich aus dieser Krise irgendwie ja zu befreien? Ja, man kann es nur hoffen, dass er es wieder schafft. Aber es wird natürlich ein harter Weg und ein langer Weg. Ich gehe auch davon aus, dass er sich da schon Hilfe gesucht hat. Ich glaube jetzt noch nicht mal, dass es so an dem Wurf an sich liegt, weil die Motorik ändert sich eh mit der Zeit immer mal wieder. Also wenn ich meine Wurfstile so übereinander legen würde, wird wahrscheinlich auch rauskommen, dass der montags anders aussieht wie freitags. Und da ist immer ein bisschen Abwandlung drin, weil man kann, glaube ich, nie den Wurf immer gleich machen. Und ich glaube einfach, dass es wirklich im Kopf das Problem ist und da sollte er sich auf jeden Fall Hilfe holen und wie Mensur schon gesagt hat, vielleicht auch mit mehreren zusammenarbeiten und man kann es wirklich nur hoffen, weil es einfach ein ganz, ganz netter Kerl ist und ja, jetzt, ja, ohne Frage. Einer, der immer ja, es war bei mir gerade ein bisschen abgehakt, aber ohne Frage. Ja, ich glaube, das ist ja auch die Meinung, die ja eigentlich alle teilen, die man so trifft. Ich glaube, es gibt nur eine Handvoll Spieler, wo man irgendwie keinen findet, der ein negatives Wort über ihn zu sagen hat. Und ich glaube, Glenn Durran ist irgendwie einer dieser Spieler, ich glaube, zusammen irgendwie in einer Kategorie mit John Henderson, ja, der wo irgendwie auch alle froh waren, außer vielleicht Mensur beim World Cup, dass Schottland den Titel gewonnen hat. An der Stelle würde ich sagen, holen wir uns nochmal einen unserer Gäste hier dazu und haben noch Zeit für eine Zuschauerfrage. Und dann habe ich noch ein paar interessante Fragen, vor allem an Florian und an Gaga. Und wir nehmen mal, ich glaube, beim Marcel ist die Hand schon
relativ lang oben. Wir holen mal den Marcel dazu. Vielleicht finden wir nachher noch Zeit für den Stefan. Ja, darf ich mal gerne ein paar Pizzen haben? Meine Tochter. Stargast. Hallo. Grüß dich. Hallo, Marcel. Jetzt haben wir den Marcel hier und haben wir den Florian Hempel wieder verloren. Ich hole ihn uns wieder zurück. Das soll gar nicht so lange dauern. Marcel, grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist. Danke fürs Drannehmen. So, Florian Hempel haben wir auch wieder gefunden. Flo, du bist bist Banken. Ich glaube, du schmeißt mich immer wieder raus, kann das sein? Nein, garantiert nicht. Also. So, Marcel, an wen geht deine Frage? An alle drei. Überraschung. Ja, es ist am einfachsten. Aber es ist so eine generelle Frage. Werdet ihr euch oft erkannt, wenn ihr so beispielsweise einkaufen geht oder ähnliches, so dass ab und zu mal jemand kommt, ey, Florian Hempel, bist du's? Oder passiert das öfters? Ja, wenn mich jemand fragt, dann sage ich immer nein. Du verwechselst mich. Nein, also wenn ich jetzt hier irgendwie durch Köln oder so beim Einkaufen bin oder so, da erkennt mich eigentlich nie einer. Also da muss man schon irgendwie Richtung Dart-Location oder irgendwie unterwegs sein oder bei einer Dart-Veranstaltung sein. Gaga, bei dir? Ja, kommt ab und zu mal vor hier im Saarland, aber ist ja auch wirklich schön und ja, dann redet man kurz, macht ein Bild oder ein Autogramm und dann ist ja auch schön. Und Menzo, bei dir in Österreich, wie sieht es da aus? Da passiert schon genug, auch oft, auch am Flughafen, in England auch. Muss ich ehrlich sagen, am meisten in England, am Flughafen, dort die Leute, die Beamten oder die kennen mich oder durch die Dartscheibe oder. Aber. In Österreich passiert auch, aber nicht so regelmäßig, aber passiert im Einkaufszentrum das eine oder zwei Foto oder Autogramm. Aber das ist in der Grenze, das ist gut so. Mir ist lieber so wie Van Gerwen, muss er sich verstecken, leider. Das ist für ihn stressig, einkaufen. Mir ist lieber so und das passt im Moment. Mehr brauche ich nicht. Verständlich. Ja. Dann Marcel, vielen Dank für deine Frage. Schön, dass du wieder mit dabei bist und viel Spaß noch bei den restlichen 20 Minuten der Show. Danke dir. Danke, ich wünsche euch allen noch ganz alles Gute für die European Championship. Danke, danke. Ja, ich bin auf Sonntag da, ich möchte euch alle drei sehen. Also, bemüht euch. bemüht euch. Ja, ja. Marcel, vielen Dank. Alles Gute, danke. Mach's gut, ciao. Bemüht euch, Männer, da hört das mal. Ja, Die Hoffnung sind auf euch gesetzt. So, wenn wir schon viel über die EDC sprechen und wenn wir zum ersten Mal mit der EDC in Österreich zu Gast sind, in Salzburg, dann habe ich mir gedacht, besonders für uns drei, Gaga, Flo und mich, wenn wir in ein, in Anführungszeichen, fremdes, neues Land kommen, dann ist es ja auch so, muss man sich ja auch so ein bisschen drauf einstellen. Man muss sich ja auch so ein bisschen anpassen, man muss so ein paar Dinge lernen. Und deshalb habe ich mir überlegt, habe ich fünf Begriffe rausgesucht, fünf österreichische Begriffe. Bei Gabriel Clemens setzt die normale Reaktion ein, wenn wir sowas spielen. Das sieht meistens so aus. Und Menzo ist quasi so ein bisschen unser Joker, Menzo ist unser Lehrer. Ja, also die Fragen gehen natürlich primär an Flo und Gaga. Und dann schauen wir mal, wie viele der fünf Begriffe ihr erraten könnt. Als ich das recherchiert habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht gibt es irgendwo so eine Liste mit so zehn wichtigen österreichischen Worten, habe ich eingegeben, österreichische Worte. Und als zweiter Begriff kam, diese 1000 österreichischen Begriffe musst du kennen. Da habe ich gedacht, das würde den Rahmen sprengen. Und deshalb machen wir einfach mal fünf. So, und der erste Begriff, das ist dieser hier. Beisel. Flo, hast du eine Idee? Boah, ich würde jetzt mal auf Brezel tippen, aber ich glaube, ich liege völlig falsch. Flo sagt Brezel. Gaga, was sagst du? Ich würde so ein Bistro, so eine Kneipe wie bei uns auch, so ein, wo man was essen kann und was trinken kann. So eine Kleinigkeit essen und einen Wein trinken oder so. Hey, guck mal. Richtig, da war schon mal jemand in Österreich unterwegs. Und Menzo, wenn du es nicht wüsstest, ja, als, äh,
als ehemaliger Besitzer eines Pubs, dann weiß ich es auch nicht. So, also, das haben wir den ersten schon mal gut gelöst. Gaga geht quasi mit 1-0 in Führung hier und wir schauen auf den nächsten Begriff. Den fand ich auch klanglich schon mal sehr, sehr schön, muss ich sagen. Gaga, diesmal machst du den Anfang. Ja. Wie spricht man das denn aus? Ja. Mensur, sprichst du? Mensur, sag mal. Nein, ich kenne das nicht. Ehrlich, muss ich mich selber baffen. Was habe ich hier rausgesucht? Das kenne ich nicht. Noch nie gehört. Da muss. Hosentasche. Ja, vom Klang her können es verstimmen. Flo, was meinst du? Provittel. Boah, das, was Gaga sagt. Und jetzt haben wir selbst, Menzo, jetzt haben wir selbst dich erwischt mit diesem Begriff. Aber wirklich. Also, laut meiner Recherche, also ich weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht, aber ist dieser essentielle Begriff in der Alltagssprache, ja, Pflaumenmus. Habe ich gedacht. Noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Habe ich gedacht, das sei so ein zweiter Tipp gewesen eigentlich. Bei uns ist das Quetschenschmier. Sagt man das im Saarland so? Ja, Quetschenschmier. Das klingt wie in der Werkstatt, oder? Ja. Wenn der Kolben nicht richtig läuft, dann, bisschen Quetschenschmier. Dann wird es wohl wieder gehen. Also tatsächlich schon beim zweiten Begriff haben wir sie hier alle aufs Glatteis geführt. Jetzt bin ich gespannt, ob wir zumindest beim dritten Begriff dann, dass wir zumindest Mensur wieder mit an Bord haben. Flo, diesmal. Einfach. Paradeise. Flo, diesmal musst du wieder vormarschieren. Kann Gaga zuerst, der hat gesagt, das ist einfach. Ja. Deshalb sollst du ja anfangen. Paradeise, irgendwas mit Paradies? Mensur kauft die oft im Supermarkt. Genau. Cocktail. Tomaten. Exakt. Yeah. Exakt. Mhm. Paradeiser. Es war gerade so die Reaktion von Flo. Mhm, das hätte ich als nächstes gesagt. Schade, dass ihr das schon aufgelöst habt. Was wolltest du sagen, Flo? Ja, genau das. So, beim nächsten Begriff, da hat meine Recherche ergeben, dass das sogar ein speziell wienerischer Begriff ist. Also von daher komplettes Heimspiel für Mensur Suljovic. Mhm. Diesmal dann wieder Gabriel Clemens vorweg. Ja. Türklingel. Der Gedanke ist nicht schlecht, tatsächlich, vom Laut her zu gehen. Dann sage ich sage Straßenbahn wegen Bim Bim Straßenbahn. Genau. Sensationell. Ah, sehr wichtig. Ja, Florian Hempel verkürzt, bringt sich hier wieder ins Spiel vom letzten und entscheidenden Begriff, der vielleicht vom Klang her der schönste ist, wie ich finde. Flo, was meinst du denn? Boah, die Schnacker. Mensur, du weißt es? Nein. Ein Schnacker, also ich würde es jetzt mal ableiten, einen Schnack machen, also einfach so mal ein kurzes Gespräch. Schnackerl, wenn ein Schnackerl ist, muss sein, aber Schnacker. Also hätte ich jetzt gesagt. Also Flo sagt so ein kurzes Gespräch, ein kleiner Schnack. Genau. Ja. Ich würde jetzt auch sagen, so irgendwie vielleicht auch flirten oder so. Ja. Nein. Es ist. Gut. Es ist der Schluck auf, ist der Schnacker. Also, ergab die Recherche. Wahrscheinlich sagen jetzt alle Österreicher, die zuschauen, sagen, es ist unfassbar, was ist ein Schmarrn hier rausgesucht und kein Mensch sagt das. Aber ich sage das jetzt. Von daher lassen wir das mal so stehen. Und letztendlich, glaube ich, ein 2-1 für Gabriel Clemens, wenn ich richtig gezählt habe. Also es wird, glaube ich, noch nichts mit der Ehrenstaatsbürgerschaft, aber man bewegt sich auf jeden Fall. Ich habe gerade gesagt, hier im Chat wird uns geschrieben, oh doch, alles gebräuchliche Ausdrücke, zumindest in Wien.
Also, yes. Gott sei Dank. Dass das, gut, dass wir nach Salzburg fahren. So, da ist jetzt schon mal die Meinung vom Publikum hier wieder kundgetan worden im Chat. Danke dafür, für diese... Da heißt es, Gaga hat das mit Schnackseln verwechselt. Ja, das ist... ja, das, die Vermutung liegt nah, zumindest. Und schön, dass... die Bestätigung da nochmal im Chat gekommen ist. Und jetzt interessiert uns eure Meinung aber direkt nochmal. Ich habe noch eine kleine Umfrage vorbereitet. Jetzt haben wir vorhin gefragt, okay, was glaubt ihr, welcher unserer Gäste schafft es am weitesten beim EDC? Aber jetzt wollen wir natürlich auch die wichtigste Frage von allen klären. Ja, wer gewinnt denn die EDC überhaupt? Und da habe ich mal so die, ja, vielleicht wahrscheinlichsten Namen angegeben, aber natürlich auch nochmal unsere drei Gäste hier der Show und bin gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sagen. Und davor würde ich sagen, bevor wir nochmal auf die EDC zu sprechen kommen, wir lassen diese Umfrage jetzt mal laufen, gab es doch beim World Grand Prix noch so den ein oder anderen Moment, über den es zu sprechen gilt. Also erstmal natürlich, Gaga, das Finale zwischen Johnny Clayton und Gerben Price. Ich glaube, wenn das vor dem Finale einer so getippt hätte, dann hätte er ordentlich Geld einspielen können. Das war also ein Riesenauftritt von Johnny Clayton dort, der Gerben aber überhaupt keine Chance gelassen hat im Finale. Ja, definitiv. Also er hat fantastisch gespielt, hat, glaube ich, fast ein 100er Average gespielt bei Double In, Double Out und hat sich somit auch endlich seinen ersten Ranking-Titel geholt. Major-Titel. Der erste Ranking-Major-Titel. Genauso ist es. Menzo, das ist schon eindrücklich, was Johnny Clayton macht. Insbesondere, wenn man überlegt, der arbeitet nebenher auch immer weiter. Der macht eigentlich sein Ding genau weiter. Aber was der ja über das letzte Jahr, eigentlich seit dem World Cup im letzten Jahr für Darts spielt, unfassbar, was der für einen Sprung gemacht hat. Ja, er arbeitet genauso wie der Gaga. Nix. Nur ist er Chef da haben. Was ist denn jetzt mit dir? Ich bin kein Chef, meine Frau ist Chefin. Da muss man ehrlich sagen, der hat wirklich Weltklasse gespielt. Ich hoffe, er kann das wiederholen, was ich nicht glaube. So eine Top-Leistung habe ich von Johnny schon lange nicht gesehen. Er spielt im Moment top, aber so eine gute Leistung, so gute Finishes, so gut reinsteigen mit Dublin, absolut sensationell. Muss man ehrlich sagen, muss man Hochrespekt zeigen. Der Preis oder Weltklasse auch gespielt, aber er stand da, so wie ich in Gibraltar. Das ist ja. Ja. Genau dasselbe ist ihm passiert. Null Chance. Ist egal, was du tust, der wirft mehr. Ist egal. Und dann irgendwann einmal verzweifelt sogar der Preis, was er nie aufgibt. Ich gebe auch nie auf, aber wenn du siehst, null Chance, dann irgendwann einmal stehst du da und dann gibst du auf. Gaga, du hattest gerufen. Ist Johnny Clayton jetzt nicht bei den Favoriten? nein, ist er nicht. Okay. Ja, dafür bist du Gaga-Favorit. So, ja, wer... Ganz unten. Ganz... Ja, vorher noch 32 Leuten, 32 da. Vorher noch zu Flo. Flo, also Menzo hat es angesprochen, besonders das Finishing von Johnny Clayton, das war also vom anderen Stern. Ich weiß gar nicht, ich glaube 5 oder 6 Tonnen plus Finishes, die er da rausgehauen, aber im ganz hohen Bereich auch. Also verrückt. Ja, gerade das 170er Finish gefolgt von einem 164er Finish, wo Gerben Price, glaube ich, jedes Mal nach 9 Darts auf 24 feststeht. Also das muss man sich mal überlegen. Also das ist halt auch von beiden dann absolute Weltklasse. Und dann bringst du zweimal hintereinander so ein Timing ans Board, wo auch das Spiel nochmal hätte kippen können. Also die beiden Legs hätten Gerben Price den zweiten Satz beschert und dann hätte es 2-2 in Sätzen gestanden. So stand es 3-1. Also so schnell kann man halt ein Spiel drehen und das auf so eine Art und Weise. Also beeindruckend. Würde ich auch gern können. Also, was nicht ist, das was kommt nicht schon. Ist, ja, ich wollte gerade sagen, was nicht ist, kann ja definitiv noch werden. Und jetzt schauen wir hier mal rein, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gesagt haben. Die sehen trotzdem noch Gerben Price als Favoriten auf den Titel. 35% glauben, dass der Iceman das nach Hause fährt. 19% glauben an die Titelverteidigung von Peter Wright. Nur 7% bei Michael van Gerwen. Muss man sagen, Jose de Sousa noch mit 2%. An Joe Cullen glaubt keiner. Nathan Aspinall 2%, James Wade mit 7%. Mensur 11% glauben,
dass er bei seinem Heimspiel die European Championship nach Hause holt oder beziehungsweise sie zu Hause behalten kann. Gabriel Clemens bei 7% und Florian Hempel bei 9%. Hat sich so ein bisschen gedreht. Ja, vorhin hieß es, Gaga kommt weiter und jetzt ist er, aber auf den Titel ist dann Flo ein Hauch vorn zumindest, ein Hauch vorn. Männer, was würdet ihr sagen? Also klar, jetzt wissen wir, wer der Favorit der Zuschauerinnen und Zuschauer ist. Flo, wen siehst du ganz vorn bei der European Championship? Außer dich selbst. Ja, ich sehe mich nicht ganz vorn. Das möchte ich mal vorwegnehmen. Ja, also ich glaube, Michael van Gerwen wäre mal wieder dran. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal bei der Aussage, weil die spreche ich schon das ganze Jahr aus. Und bisher hatte ich nicht so viel Recht. Irgendwann muss es ja mal passieren. Ja, du arbeitest, ich habe das verfolgt mit deinem vielleicht neuen Nickname, The Oracle, das Orakel. Es läuft doch nicht so richtig rund. Ja. Nee, das ist super. war eine großartige Idee. Ja. Benzo, was meinst du, wenn du Geld setzen dürftest, auf wen würdest du setzen? Auf Preis, muss ich ehrlich sagen. Der spielt top im Moment. Das war jetzt sensationell von Johnny Clayton, aber Preis ist im Moment wirklich absolut der Beste, muss man ehrlich sagen. Gaga? Ja, auch Gervin Price, aber auch Johnny Clayton würde ich jetzt auch irgendwie zu den Favoriten zählen, mit einem guten Gefühl. Und ja, das glaube ich sind so meine Favoriten. So sieht es der German Giant. Und ich sehe, dass wir hier kurz vor Ende der Sendung, danach stelle ich vielleicht noch die ein oder andere Frage, aber wir haben es vorhin gesagt, der Stefan, dem wollen wir noch die Chance geben. Übrigens, Flo, wenn du jetzt gleich wieder weg bist, dann liegt es wirklich an mir. Aber ich würde dich immer zurückholen, du weißt. Ja, und übrigens, richtige Bemerkung im Chat auch, Gaga. Ich habe das vorhin nachgeguckt, deshalb war Johnny Clayton auch gar keine Auswahlmöglichkeit. Er hat sich ja gar nicht qualifiziert für die EDC. Er ist ja gar nicht am Start. Dimi Kuttenberg ist auch gar nicht dabei. Ja, genau. Wobei Dimi auch gar keine Chance hatte. Der war ja für gar kein ET qualifiziert. Aber genau. Ja, so ist es. The Ferret wird gar nicht die Möglichkeit haben. Er reist gar nicht an nach Salzburg. Also mein Buchmacher wäre reich geworden. Definitiv. Ich habe jetzt kurz an mir gezweifelt, weil ich habe es vorhin nachgeguckt und habe den Johnny rausgelassen und dachte, habe ich ihn übersehen? Und habe ich gedacht, nee, komm, lass mal so stehen. Aber okay, also wir holen jetzt den Stefan zu uns und Flo bleibt. Flo bleibt, da bin ich froh. Es lag nicht an mir. Das ist sehr, sehr schön. Okay. Grüß dich, Stefan. Schön, dass du da bist. Von wo aus schaust du uns zu? Moin, Männer. Aus Hamburg schaue ich zu. Hallo. Aus dem Keller hier. Aus dem Keller in Hamburg. Familie schickt mir mehr in den Keller. du armer Kerl. Aber dafür darfst du deswegen jetzt hier... Ja, das liegt am Licht. Aber dafür darfst du jetzt hier eine Frage loswerden an unsere Stars. Genau. An wen geht die Frage, Stefan? Ja, an alle. Ich habe mal eine hypothetische Frage, und zwar, wenn ihr die EDC spielen würdet, und stellt euch vor, ihr steht alle Spieler müssen einen halben Meter weiter wegstehen und es gibt ein Einheitsbarrels, die keiner je vorher gespielt hat. Also andere Abstände und ein Dart, einen durchschnittlichen Dart, den keiner vorher trainiert hat. Was glaubt ihr, wer würde das Turnier gewinnen? Sorry, das ist interessant. Keiner. Elfmeterschießen, wissen wir nicht. Also, ich würde auf Johnny Clayton tippen. Ja. Genau. Warum? Weil der hat das beste Gefühl in der Hand, oder? Nein, der ist bei der EDC dabei. Ich glaube, da war Gary. Gaga, eben, das weiß ja jeder. Also, ja. Worüber reden wir denn hier? Ja. Ja, das ist schwierig tatsächlich. Also Flo, möchtest du als alter Co-Kommentator und wortgewandter Mensch, versuch dich doch jetzt mal in einer Antwort zu dieser doch sehr außergewöhnlichen Frage. Alle einen halben Meter weiter weg und haben alle Einheitspfeile in der Hand, die noch keiner gespielt hat. Ja. Und da soll ich jetzt einen Sieger tippen.
So, jetzt mach mal. Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Das ist meine Aufgabe jetzt. Ja. Okay. Wer ist denn nicht dabei? Nein, Gott. Ich würde sagen, Mensur. Ich glaub, Mensur würde, also dürfen wir damit trainieren? Vorher? Oder kriegen wir die Dinger auf der Bühne direkt in die Hand gedrückt? Guck mal, du spinnst die Geschichte sogar noch weiter. Du fragst dich jetzt auch, wann kriegen wir die? Großartig. Nein, erst auf der Bühne. So, ja gut, okay. Ich bleib trotzdem bei Mensur. Ja. Mensur, du hast die Favoritenrolle jetzt bei diesem. Vielleicht wird das ein neuer Turniermodus. Naja, einmal gegen Elmar habe ich gespielt mit 1 Meter Abstand weiter weg. Mit 3,37 Meter, ich habe gar nichts getroffen, ehrlich. Die sind ganz unten in Schwarz und 3 und 17 durch die ganze Scheibe. Das war sehr, sehr schlecht. Ich muss ehrlich sagen, von das her, ich glaube, da war ein Gerwin. Weil der hat den Zug aus der Hand und ich glaube, der hätte am besten gespielt. Das liegt, ich denke, es liegt am abknickenden Handgelenk, dass er da gut abschneiden würde. Ja? Ja. Stefan, ich danke dir, wir danken dir für diese sehr außergewöhnliche Frage. Ich werde darüber heute noch 2,5 Stunden nachdenken, nach der Sendung und dann ein Buch darüber schreiben, vielleicht irgendwann. Philipp, danke für das schöne Format. Ich finde es immer wieder toll, und unsere Stars hier sehen zu können und so nah zu sein. Und euch drei drücke ich alle Daumen und ihr rockt das Ding da. Stefan, vielen Dank fürs Kompliment. Dankeschön. Und wir drücken auch die Daumen, dass du gleich nach der Show wieder nach oben darfst zur Family. Ja? Das wird schon. Stefan, mach's gut. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao. Grüße, danke, ciao. Das war mal was anderes. Das war mal was anderes. Wenn zum Abschluss der Sendung haben wir fragen natürlich auch immer unsere Follower auf Instagram und auf Facebook, hey, was habt ihr für Fragen an unsere Stars? Und wenn was Interessantes dabei ist, dann nehmen wir das auch gerne noch mit rein. Und hier haben wir eine an Florian Hempel. Und die wird eingeleitet mit: Flo, du warst ja Handballtorwart. Würdest du auch einem Halblinken den Schritt zum Darmprofi zutrauen? Es scheint mir ein Handball-Insider zu sein, dieser Joke. Ja, klar. Also die Position hat damit nichts zu tun. Also wenn die Auge... Wenn die Auge-Hand-Koordination stimmt, dann ab ans Board. Wir haben das tatsächlich schon häufig auch bei Exhibitions beobachtet. Handballspieler, also was du angesprochen hast, diese Hand-Auge-Koordination, also die haben auch alle so ein bisschen Touch, haben die alle für Dart. Also das ist schon auch, wenn es beim Werfen bleibt, dann fühlen sie sich da zu Hause. Das, glaube ich, schadet dir auch nicht. Ja, irgendwie schon. Also ich meine, ich konnte, war ja immer berüchtigt für diese Tempo-Gegenstöße, die ich gespielt habe, die waren ja auch immer relativ genau. Also da ist natürlich was ganz anderes, als einen Dartpfeil zu werfen, aber da muss man ja trotzdem gut abschätzen können, und ich glaube, das kommt mir halt hier an Bord auch gut zugute. Dann haben wir noch eine Frage reinbekommen an Mensur, und da wurdest du zu deiner Einschätzung gefragt. Mensur, was meinst du? Kannst du die Top 10 der Welt nochmal angreifen irgendwann? Ja, das ist mein Ziel. Wenn ich das nicht kann, dann lass es bleiben. Ich kann das und ich versuche das im Moment. Und ich werde alles tun. Hoffentlich Gesundheit passt. Wenn das passt, dann kann ich jedes Turnier teilnehmen, und das ist ja ganz anderes, wenn du nur Hälfte teilnimmst. Das ist auf jeden Fall so. Dann geht die letzte Frage des Abends an den German Giant Gaga. Die letzten 2 TV-Majors, die liefen nicht ganz so nach Plan. Mit welchem Anspruch gehst du jetzt in diese EDC rein? Ja, ich gehe mit einem guten Gefühl dahin. Gibt halt Turniere, da ist man halt auch in der ersten Runde fertig, und das muss ja nicht immer so sein. Ich denke, dass Darts Deutschland und die deutschsprachigen Dart-Fans im Allgemeinen die Daumen drücken, nicht nur Gaga, sondern natürlich auch Mensur und Flo. Und damit sind wir tatsächlich schon am Ende dieser Stunde. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Natürlich zunächst mal bei meinen 3 Stars der Sendung, bei The Gentle Mensur Suljovic. Mensur, schön, dass du dabei gewesen bist. Dankeschön. Danke auch. Flo, besten Dank, dass du zum zweiten Mal am Start warst. Gaga, auch du das zweite Mal. Danke euch beiden. Es war toll mit euch. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Und natürlich an jeden Einzelnen von euch, der hier heute Abend zugeschaut hat, der mehr oder weniger ausgefallene Fragen gestellt hat. Eine definitiv mehr ausgefallen als alle anderen, die wir jemals hatten. Es ist immer wieder schön mit euch hier in dieser launigen Runde in der Not-So-Late-Night-Darts-Show bei Hülo. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Viel Spaß beim Verfolgen der European Championship.
ab dem 14. Oktober bis zum 17. Action in der Salzburg Arena. Ja, wer die Möglichkeit hat, wer die Anreise machen möchte oder wer vielleicht sogar in der Nähe wohnt, gibt noch Karten, kommt dazu, wird bestimmt großartig, bin mir sehr, sehr sicher. Und an meine drei Gäste nochmal toi, 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 alles Gute für die EDC und vielen Dank, dass ihr heute Abend dabei gewesen seid. Dankeschön.